So, wir nähern uns mal einfach nochmal dem Satelliten, den ich auch nochmal kurz näher erklären würde. Vielleicht die rote Antenne, wollen wir nicht zerstören? Das ist nur ein Testschiff gewesen. Da übrigens mein kleiner Versuch, das können wir auch nochmal eben kurz anschneiden. Anzeigen, anschneiden. Ich stehe auf Schneiden. Na, richtig. Und auf BDSM haben wir ja festgestellt. Richtig. Ich weiß nicht, ob du die Anekdote nochmal zum Besten geben willst. Schön die alte wegpeitschen. Walter, Was? Was denn? das ist zu sehr Insider. Du siehst die Kugel, die da unten dran klebt, ja? Beim Shuttle. Ach da, das kleine rote Ding. Da ist ein Generator drin und ein Köder. Ich habe das Ding noch nicht testen können, allerdings sah mein Plan vor. Da oben backt das Licht voll gerade rum bei mir. Ja, bei mir auch. Allerdings sah der Plan vor, dass ich mit dem Ding da irgendwo hinfliege zu einem feindlichen Schiff. Das Schiff anfängt mich abzuballern. Der Block ist übrigens aus schwerer Panzerung erstellt. Und dass der Köder zuerst das Feuer auf sich zieht. Dadurch, dass der Köder allerdings von schwerer Panzerung umgeben ist, hält er länger durch, sodass man Zeit hat, das Schiff zu entern und dass das Shuttle dabei nicht zu Bruch geht. Wie gewitzt. Verstehst du? Das war mein Gedanke dabei. Wolltest du was sagen? Ah ja, aber du hast mich gerade irritiert. Ja. Naja, wir haben gerade von BDSM gesprochen. Ach so, ja. Du fragst mich dann, siehst du das kleine, die kleine hängende Kugel da? Ich dachte mir so, was meinst du denn jetzt? Wo soll ich denn Nee. jetzt hingucken? Nee, das natürlich nicht. Oh Mann, ey. Pass auf, was du sagst. Ich merke schon, ich bin hier auf gefährlichem Terrain. Ja. Oh ja, das auf jeden Fall, ne? Auf jeden Fall Ja. fesselndes Terrain. Ja. Wie scheiße. Wie richtig scheiße. Ach Was ist ja. das denn? Ein Deflektorschild. Das dreht ja. Richtig. Aber nur, weil ich es auf den Rotor gesetzt habe. Okay, was deflektiert denn das? Schildemissionen. Singularitäten und Quantenreflexion. Geil. Aber richtig. Hast du gerade ausgedacht, ne? Richtig. Ich habe keinen Schimmer, was das ist. Sehr gut. Science Fiction plus 1 Punkt. Ja. In der Schule hast du in der Zeit zwischen richtig aufgepasst. Aber richtig. Geil. Leider wurde das nie unterrichtet. Wird mal Zeit. Ich glaube, ich werde spontan Bildungsminister. Oh Science Fiction ja. für alle. Aber wird sich lohnen. Ja, ich denke auch. Geschichte wird abgeschafft, Zukunft ist dran. Aber richtig. So, das auf jeden Fall als Satellitenstation, die sich selbst versorgt, eben durch Solarpanels. Ne? Halt muss auch schön sonnenausgerichtet sein. Eine Andockvorrichtung bietet für unsere Schiffe, damit wir entladen, beladen können, auch die Möglichkeit haben, die Raffinerie, die da drin eingebaut ist, zu nutzen. Beziehungsweise den Fertigungsroboter, falls wir irgendwelche Teile brauchen. Das heißt, wir müssen eventuell noch nicht mal ein Schiff unbedingt mit einer Raffinerie. Ich krieg's heute hin mit Deutsch, ey. Nicht mal Ja. unbedingt mit einer Raffinerie oder sowas ausstatten, sondern könnten uns dann einfach hier an die Station wenden, andocken, sagen, das will ich haben, durchlaufen lassen, wieder wegfliegen und wir haben den Shit. Die Satelliten sollten allerdings auf Flugrouten. Ich mache mal kurz eben meinen HUD wieder an. Auf Routen der ja, Schiffe, die hier durchfliegen, angebracht sein. Die übrigens auch neu sind. Sind eine Modifikation, die ich eingebracht habe. Und zwar, More Ships heißt das Teil. Das heißt, es sind jetzt, ich glaube, Ships aus dem Workshop genommen worden. Unter anderem eine schwer bewaffnete Warhammer 40.000 Fregatte fliegt hier ab und zu mal durch. Putz. Ein Torpedokreuzer fliegt hier durch. Der hat mich auch schon heute sehr erfolgreich attackiert. Mich auch. Ja. Ach, du hattest den auch gleich, ja? Ja, Ah, gleich zu Anfang. interessant. Ist interessant. Und er halt andere Schiffe. Unter anderem auch Minenschiffe. Und es gibt, glaube ich, nur ein einziges Schiff, was absolut unbewaffnet ist. Es gibt auch sonst ein riesiges Schiff, das sogar noch eine Landeplattform dabei hat. Ach Mensch. Ist richtig krass. Und ja. Das ist halt auch eine Modifikation, die ich richtig geil finde. Wir haben jetzt halt nicht nur immer diese ewig gleichen Chips, wo es übrigens auch ein Update gab. Das heißt, es sind jetzt, glaube ich, alle KI-Schiffe, die es bei Space Engineers sowieso solo so gibt, bewaffnet. Okay. Ja, es gibt also nicht mehr irgendwie
Boah, das ist voll, krank, wenn man jetzt von oben drauf guckt hier. Das heißt, es gibt jetzt irgendwie nicht mehr so unbewaffnete Minentransporte oder so ein Müll. Nein, die können jetzt auch schießen. Was richtig kacke ist irgendwie. Gut. Ich meine, wir haben ja jetzt unseren Sucher mit schwerer Waffe. Yeah, komm, gib ihm! Er dreht sich nicht mehr. Ja, ich hab's angehalten. Ich hab die Triebwerke nicht rechtzeitig ausschalten können. Super. Jetzt hast du den Rotor kaputt gedrückt. Ja, sorry. Alles machst du kaputt. War nicht der Absicht meiner. Was sind eigentlich das für grüne Flügel? Grüne Flügel? Ja, von der SAJ Damage Bird of Prey. Ach so, der Bird of Prey. Was für Flügel? Ja, die grünen Flügel. Ja, die sind ganz normal aus Blöcken gebaut. Ach so, dachte, die hätten eine schon. Das ist allerdings auch nur durch einen Mod entstanden. Und zwar, dass der jetzt auch diese Stairs oder was das ist. Da kann ich gerade gar nicht nachgucken. Diese Rampen. Rampen waren das. Die Rampen für... Wow! Wow! Ich kann sie nicht entscheiden, in welche Richtung. Nee. Diese Rampen für Space Engineers, für die großen Stationen, die gibt es jetzt auch für kleine Schiffe. Okay. Das ist halt richtig episch Vorteil. Und. Das mit den Lachs ist echt mies. Ist echt derbe mies. So, komm. Komm, schaffst du? Schaffst du? Braver Space Engineer. So, ich krieg den Rotor gleich wieder in Gang, versprochen. Okay. Ach, hätte ich auch von außen machen können, shit. Antenne. SC Giant Magic Disc heißt das Ding übrigens richtig. Okay. Oh, die wollte ich gar nicht. Upsala. Motor war das nämlich. Passiert was? Nee, gar nichts. Oh. Passiert was? Nee, passiert nichts. Was? Kaputt gemacht. Stimmt doch gar nicht. It's not true. It's a lie. The cake is a lie. Yes. That too. Wir brauchen ein Schweißgerät. Da ist nichts kaputt. Das müsste funktionieren. Das darf nicht kaputt sein. Nee, es dreht sich aber immer noch nicht. Warte, ich laufe drumrum, vielleicht treibt's das an. In Slow Motion. Nein. Doch. Physikalisches Gesetz. Oh. Wenn man Schwerkraft hat, natürlich. Verdammt. Och Mann, ist das deprimierend. Egal, dann haben wir halt keine Fliegedisk. Alter, was tust du? Wieso, was mache ich denn? Shit. Die Düsen sind noch an, was soll der Müll? Ich hab sie wieder angemacht. Nein! Mach sie aus! Warum? Weil die verhindern, dass sich die Schüssel dreht. Ja, aber ich kann mich nicht bewegen. Beziehungsweise ich kann die Schüssel drehen. Dann dreh die Schüssel und mach die Düsen jetzt aus. Die sind auf 2 gelegt. Muss die 2 drücken. Du hast wieder angemacht. Das funktioniert nicht. Tür, dann drück Y. Drück Y. Zum 100. Mal, ich habe Y. Du reißt hier gleich den Deflektor ab. Das war X. So, jetzt Y. Verstehe ich nicht, aber gut. Der Typ, ne? Ey,
frag mich mal, ne, ohne Spaß. Ich meine, ich stehe nicht mal auf dem Deflektor. Doch. Ja? Okay. Du musst P drücken, dann lösen sich die Andockklammern. Jetzt bist du los. Glaube ich. Nein, da gibt's ein Problem. Kleines Problem, ich sehe es gerade. Stopp, nichts machen. Drück nochmal P bitte. Ey, drück P. Hab ich schon. Und drück nochmal P. Ist ja strange. Der Deflektorschild ist mehr so ein Traktorstrahl. Was? Nee, eigentlich ist es eine Antenne. Aber ich kann den Rotor drehen. Oh, nicht schon wieder. Jetzt flieg weg. Ja. Woo. Ich bin frei. Flieg. Ja, mach ich auch. Okay. Den Bird of Prey hatte ich übrigens vor, dann Survival auch mal zu bauen. Hat sich allerdings herausgestellt, dass es sich nicht ganz rentiert. Warum? Weil, ne, wie gesagt, Flugfähigkeiten gehen halt auf Kosten der Eleganz. Und andersrum. Stimmt. Das war halt das große Problem. So, ab in den klingonischen Sitz hier. Kepla! Sitz? Kepla, Mr. Barrett, Kepla! Kepla! Na klar! Kepla, Akrak! Kacklroch! Soll ich sie abholen? Bist denn du? Nüffen, Nüchkra! So, jetzt bin ich los. Ja. Yeah. Ich bin hier, ich bin hier, ich weiß nicht, wo du bist. Ich bin immer noch beim Bird of Prey. Das kann nicht sein, denn der Bird of Prey bin ich. Ja, verstehe ich nicht. Und was auch ein zweiter Punkt ist, man sieht's, die Manövrierbarkeit dieses eigentlich von Natur aus sehr schnellen Schiffs ist doch eingeschränkt. Oh nee, warte mal, das hier ist nicht der Bird of Prey, oder? Nee, warte mal, wo ist denn jetzt der Bird of Prey? Da ist der Bird of Prey. Richtig. Aber drin, da. So. Wir machen mal Richtung Bird of Prey. Attacke. Was? Attacke? Nee, nicht Attacke, aber Anflug. Wollte gerade sagen, Attacke gibt's hier nicht. Oh, 3,5 Meter, 4 Meter, 5 Meter. Ich leg auf jeden Fall los. Kann ich irgendwie mal Warp-Gondeln anmachen? Ja, müssen irgendwo in der Leiste unten sein. Nee. Doch, klar. Nein, das sind keine Warp-Gondeln. Muss. Nein, das sind keine Warp-Gondeln. Ist aber so. Nein. Doch. Oh. Komm ran hier, ich werde immer schneller. Ja, ich bin gleich da. Also 10, 11 Meter habe ich jetzt gerade. Pro Sekunde. Also, du fliegst immer weiter von mir weg. Ich mache gerade gar nichts. Eigentlich soll er gerade abbremsen. Dann bin bei ja, 17 Meter genau. Die Sekunde. So, ich habe jetzt knapp 15 Meter. Welches Schiff benutzt du denn? Naja, hier, unser Dingsschiff. Das ist Runabout? Ja, genau. Ah, das hat gar keine Warp-Gondel. Das erklärt natürlich, warum du es nicht hinkriegst. Ich dachte, du bist auf das andere gewechselt. Nein. Ach, Menschens. Ist das langsam. Was sag ich dir? 23, 24 Meter die Sekunde. Wie viel kmh sind das eigentlich? Ich weiß es nicht. Ich würde das ja jetzt rechnen, aber dann rede ich erstmal nicht mehr mit dir. Nee. Warte mal, 25 Meter die Sekunde? Also 25 mal 60, dann hättest du Meter in Minute. Und das nochmal mal 60, dann hättest du Meter in Stunde. Nein! Was denn? Warte kurz.